Hallo Freunde und herzlich willkommen zum ersten Teil meines Finales von einem Let's Play zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Im letzten Part habe ich mit den Lichtpfeilen die 6 Siegel des Bösen im Teufelsturm zerstört und bin jetzt hier ganz weit oben in Ganondorfs Schloss und habe auch noch einen letzten Masterschlüssel dabei, um diese Tür zu öffnen. Ja, und ich habe mich außerdem wieder dafür entschieden, mein Masterschwert zu verwenden, wenn ich dann gegen Ganondorf kämpfe, weil ich möchte einfach, dass der Kampf doch ein bisschen länger dauert. Mit dem Pikoron-Schild würde ich ihn sicher viel zu schnell fertig machen. Das ist dann einfach nicht episch genug, finde ich. In meinen Augen soll Ganondorf durch das Masterschwert besiegt werden. Aber letztendlich ist es jedem selber von euch überlassen. Aber gut, dann öffnen wir mal die Tür. So, Ganondorf befindet sich jetzt in dem Raum direkt über uns. Man hört ja auch eine Orgel, die immer lauter wird, je höher wir kommen. So, da drüben geht es nämlich weiter. Ziemlich schöne Türen irgendwie. Sieht cool aus. So, und jetzt haben wir hier noch eine lange, lange Treppe. Soll das eine Anspielung auf Super Mario 64 sein, wo man damals auch so eine lange Treppe schaffen musste, um zu Bowser zu kommen? Naja, egal. So, aber jetzt, Leute, hinter dieser Tür befindet sich Ganondorf und Zelda werden wir da natürlich auch finden. Also, macht euch bereit für das Finale! Wow, coole Architektur, muss man schon sagen. Aber da vorne, das ist doch... Das ist Zelda! Was ist denn jetzt? Das Triforce! Das Fragment des Mutes und... Das Fragment der Weisheit! Wow, ich wurde vollständig geheilt! Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden 2 Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr 2 sie tragen würdet. Endlich, endlich! Die 3 Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch 2, ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce, übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es! Link, ich kann dir nicht helfen, die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Link. Ach, keine Sorge, Navi, ich schaff das auch allein. Großmeister des Bösen Ganondorf, der Kampf hat begonnen. Wow. Der macht gleich mal seine Einrichtung gut. So, der Kampf läuft eigentlich genauso ab wie er gegen Phantom Ganon. Man wirft seine Blitzkugeln einfach so lange auf ihn zurück, bis er davon getroffen wird. Und dann, ist noch ganz wichtig, dann muss man ihn noch mit einem Lichtpfeil treffen. So, komm schon. So, und jetzt, Achtung, Lichtpfeil! So, und wenn er jetzt zu Boden stürzt, hingehen und mit dem Schwert angreifen. Herr Ganondorf, Großmeister des Bösen, ich habe keine Ahnung, wo sein Schwachpunkt liegt. Ja, aber ich habe eine Ahnung. So, wieder zurück. Und ich will euch noch was ganz Lustiges zeigen. Man kann nämlich seine Energiebälle sogar mit einer leeren Flasche zurückschlagen. Seht ihr? Das ist so geil. Das geht mit einer Flasche. Das ist so geil. Das geht übrigens auch in, Wind Waker beim Kampf gegen Phantom Ganon. Da funktioniert das ebenfalls. Aber ich glaube, mit dem Schwert ist es doch etwas epischer. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Kleines Easter Egg. So. Boah, der hält ganz schön was aus, aber ihr seht, sein... Wow, sein Umhang ist schon ein bisschen beschädigt. Und wow, hier fällt alles runter. Bricht alles zusammen. So, manchmal... Ah, seht mal, wenn er so macht, dann einfach eine Lichtpfeil einbauen, bevor er euch angreift. Weil jetzt ist er ohne Deckung, der Idiot. So, na warte, der Kampf wird nicht lange dauern. So, aber ich zögere den gerne ein bisschen hinaus, damit der nicht so schnell vorbei ist. Zack, ey.
Wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, Ganondorf zu verbinden. So, Achtung. Und gleich nochmal. So, na warte, Ganondorf, das ist jetzt aber dein Ende. Lichtpfeil! So, Ganondorf, durch dieses Masterschwert wirst du fallen! Der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind? Das darf nicht sein! Link! Alter, jetzt dreht er völlig durch. Freunde, ich wage es kaum auszusprechen, aber ich habe Ganondorf besiegt. Ah, und da ist Zelda. Ach, endlich ist dieser Albtraum vorbei. Ganondorf. Bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, Zelda hat echt Mitleid mit ihm. Obwohl er sie entführt hat, obwohl er all diese bösen Dinge getan hat Zelda trotzdem irgendwie Mitleid mit Ganondorf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Nicht noch ein Erdbeben. Der Turm stützt sich zusammen. Was? Das ist Ganondorfs das letzte böse Tat. Die Türme sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Och, na super. Ja, das kennen wir eh auch aus dem Original. Wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, aus dem Schloss rauszukommen, bevor hier alles in sich zusammenstürzt. So. Zelda wird uns hier jetzt übrigens noch eine Hilfe sein. Und wartet mal. Ja, mach jetzt mal hier das auf. So, sie besitzt nämlich diese tolle magische Power, um die Tore zu öffnen. Das ist quasi so eine Art Notausgang hier. So, müssen wir aufpassen, ja. Man kann jetzt nämlich, und das möchte ich euch endlich gerne mal zeigen, weil ja ein paar gesagt haben, ich soll das einfach mal demonstrieren, wie es eigentlich aussieht, wenn man Nairus Umarmung einsetzt. Defensive Magie, die Macht der Göttin Nairu beschwört. Sie verleiht ihr zeitweise Schutz vor allen gegnerischen Attacken. Werde ich jetzt ausnahmsweise einsetzen, einfach damit ihr zufrieden seid, weil ihr das ja unbedingt mal sehen wolltet. Also, Nairus Umarmung! So, jetzt ist Link von einem blauen Lichtkegel umgeben und für eine gewisse Zeit lang erleidet er keinen Schaden. Das ist halt auch praktisch, um hier jetzt durchzukommen und das halt unbeschadet. Muss man nicht machen, aber ich mache es jetzt absichtlich mal für euch, weil ja wirklich ein paar von euch gefragt haben. Eigentlich habe ich gefragt, soll ich das mal einsetzen? Viele von euch haben gesagt, ja, mach mal, also bitteschön. So sieht das halt in der 3DS-Version aus. Na, seht ihr, weil hier ist alles voller brennender Feuerklumpen. Also wie gesagt, selbst wenn ich das hier berühre, dann sieht es zwar so aus, als würde er den Schaden nehmen, aber er nimmt halt nicht wirklich Schaden. Also er verliert keine Herzen, solange Nairus Umarmung kriegt. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie lange. Ich weiß es wirklich nicht. Ein paar Minuten. 1, 2 Minuten vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Weiter geht's. Wir müssen... Ah, okay. Hat schon aufgehört. Also hört gleich auf. Gut, dann glaube ich, war das jetzt nicht ganz eine Minute und... Okay, was... Oh nein, Zelda, was machst du denn? So, das Blöde ist, dieser Feuerkreis hat sich wieder aktiviert. Hier sind nochmal 2 Stahlfassen aufgetaucht. Das ist nämlich der Raum, wo wir die Tour mit dem Masterschlüssel haben. Und Zelda ist halt leider genau in den Feuerkreis geraten. Los, komm her! Komm her, du Sack! Der Hohenschwert ist auch awesome! So. Hab da einen Klick, schnell, lass uns fliehen! Ah, sie hinterlässt wenigstens ein paar Herzen. Sehr freundlich. So, noch knapp 1,5 Minuten. Schnell jetzt! Raus hier, Mann! Mann und Frau natürlich.
dramatischen Musik, so wie sie es hier gehört. Und Selim so, oh mein Gott, leg was auf. So, mach einfach mal auf die Türen auf, dann ist alles gut. So, nicht mal mehr eineinhalb Minuten. Und wir sehen ja auch, die normalen Wege, von denen wir gekommen sind, sind ja jetzt alle blockiert. Und wow, Vorsicht. Diese geile Kraft hätte ich auch gerne. Einfach so vor verschlossene Türen gehen und dann die Arme nach oben heben und dann gehen die einfach auf. So, oh, Vorsicht, Vorsicht. Ich möchte nicht getroffen werden, wenn möglich. So, jetzt haben wir es aber eh gleich geschafft. Aber es ist fast nur noch meine gute Zeit, aber es reicht. So, ganz fies, hier vorne ist noch ein Zombie. So, gleich mal erledigt. So, gut. Master Schwert nehme ich jetzt lieber wieder. So, vorletzte Tür, also vorletztes Gitter. Und da vorne ist jetzt der Ausgang. Das ist übrigens nicht derselbe, durch den wir das Schloss betreten haben. Das ist, wie gesagt, ein anderer. Das ist der Notausgang. Dass Gandalf an sowas gedacht hat. Tja, eh besser so, weil sonst wären wir hier ganz schön aufgeschmissen. So. Und wir haben es natürlich rechtzeitig geschafft. So, raus hier! Alle raus! Och, das war knapp. Ja, und jetzt seht es euch an, das ganze Schloss bricht in sich zusammen. Das ist auch irgendwie so ein Klischee aus Filmen oder anderen Videogames, dass alles kaputt geht und zerstört wird, was dem Bösen gehört hat. Aber das ist einfach nur geil, oder? Der ganze Teufelsturm sackt in sich zusammen und das ganze Schloss ist für immer hinüber. Davon ist jetzt nur noch mal eine Ruine übrig. Es ist vorüber, alles. Link, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Ach, Navi, ist schon gut. Du bist zwar manchmal ganz schön nervtötend gewesen, aber irgendwie warst du ja doch auch eine Hilfe. Du hast es ja immer nur gut gemeint. Und ich bin schon froh, dass du mit mir dieses lange, lange Abenteuer durchgestanden hast. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Tja, Leute, ihr werdet es mir sicher übel nehmen, dass ich jetzt so einen dermaßen fiesen Cut benutzen werde. Also ich werde den Part jetzt nämlich beenden. Das Spiel ist nämlich noch nicht vorbei. Kenner des Spiels wissen, was jetzt noch kommt. Und ich möchte das halt einfach schön spannend bleiben lassen, dass ich im nächsten und gleichzeitig allerletzten Part das die zweite Hälfte des Finales halt beginnen werde. Ja? Also ich denke, das wird in euer aller Interesse sein. Man muss manchmal einfach einen schönen Cliffhanger machen, dass es dann spannend wieder weitergeht. Und diesmal halt, wie gesagt, zum letzten Mal. Also danke fürs Zusehen und wie gesagt, der nächste Part ist der letzte Part. Dann ist dieses Let's Play auch schon vorbei. Mit genau 50 Parts wird es dann vorbei sein. Ist doch eine tolle Zahl. Also, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim Grande Finale wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao.